Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei smartwatch.de. Heute packen wir die Explorer X Go 3 aus und wie wir an der Produktbezeichnung bereits erkennen, handelt es sich dabei um die dritte Generation einer beliebten Kindersmartwatch. Sie spricht Mädchen und Jungs mit fünf verschiedenen Farbvarianten an. Die Eltern können ihren Nachwuchs über die GPS-Uhr orten und mit ihm kommunizieren. Umgekehrt haben die Kleinen jederzeit den direkten Draht zu den Erwachsenen am Handgelenk. Über die SOS-Taste holen sie Hilfe und dank der integrierten Kamera machen sie kurze Videoaufnahmen, die sie bei Bedarf an die gespeicherten Kontakte senden können. Die körperlichen Aktivitäten erfasst die Explorer X Go 3 obendrein. Und für erreichte Ziele erhalten die Kinder virtuelle Belohnungen, die sie über die Google-Plattform des Herstellers einlösen. GoPlay, nicht Google, über die GoPlay-Plattform des Herstellers. Somit motiviert die Smartwatch zu mehr Bewegung und schafft ein gesundes Verhältnis zur Bildschirmzeit. Aber was die Uhr alles kann, das erfahren Sie auf der Homepage, die wir unten verlinkt haben. Und hier geht es ja nur darum, was haben wir alles im Lieferumfang mit dabei und wie schaut die Uhr aus? Aber dafür müssen wir sie uns auspacken und das machen wir jetzt gleich nach dem kurzen Intro. So, dann holen wir das gute Stück mal aus der Verpackung. Dazu müssen wir sie natürlich erstmal aufschneiden. Also die Verpackung, nicht die Uhr. Ich gehe hier oben einfach mal mit dem Messer rein und mache hier einfach mal, ja, das wäre wahrscheinlich gar nicht nötig gewesen, beide aufzuschneiden. Aber ja, dann haben wir es halt. Dann haben wir doppelt gemoppelt. So, ja, wir haben hier einen Aufkleber, der bereits auf die Farbe hinweist, aber wir haben die Uhr in verschiedenen Farbausführungen im Shop. Das heißt, wenn Ihnen diese Farbe nicht gefällt, haben wir auch noch andere. Und wenn wir schon dabei sind, die Explorer X Go 3 funktioniert ähnlich wie ein Handy. Das heißt, sie benötigt eine SIM-Karte. Aber auch da hat smartwatch.de ein passendes Angebot. Einfach mal auf der Homepage nachschauen. Wie gesagt, steht unten in der Infobox und da können Sie sich direkt informieren, was wir hier alles im Angebot haben. So, hier wäre jetzt die rosa Uhr. Da muss ich sagen, das ist doch mal etwas, wo die Farbe sofort ins Auge sticht. Das ist nicht einfach nur rosa, das ist richtig knallendes Signalrosa. Das ist, ach, das wird allen Mädchen gefallen und nicht nur Mädchen. Es gibt ja auch Jungs, denen die Farbe rosa gut gefällt. Und genauso wie es Mädchen gibt, die blau mögen. Und ansonsten hätten wir ja auch noch Orange im Angebot, Schwarz, Grün. Und, ja, ihr seht das ja alles, wenn ihr auf die Homepage geht. So, wir ziehen einfach mal diesen Aufkleber ab. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein Bild, wie es dann aussieht, wenn Mom anruft. Und die Uhr, die hat hier dann auch noch diese Öffnung. So, die machen wir einfach mal. Ja, wollte ich sie jetzt aufmachen. Das war jetzt zu schnell. Genau, hier schaut das aus. Da kommt dann das Ladekabel rein, nehme ich an. Das schauen wir uns gleich an. Bestimmt kann man auch das Armband austauschen, aber ich sehe das jetzt gerade hier nicht. Was man damit übrigens auch nicht machen kann, sind unbemerkte Bildaufnahmen. Die Uhr hat auch keine Abhörfunktion und ist damit in Deutschland zugelassen. Abgesehen davon kann man aber mit der Uhr telefonieren, Sprachnachrichten versenden und empfangen, Textnachrichten versenden von App auf die Uhr. Auswahl digitales analoges Zifferblatt wird natürlich auch geboten. Das heißt, ihr habt hier also verschiedene Möglichkeiten des Zifferblattes. Also wenn ihr jetzt Digitaluhren haben wollt, ist das klar geht. Oder wenn ihr eine analoge habt mit Zeigern, um die Uhrzeit zu lernen, geht das auch. SOS-Funktion, Schulmodus haben wir auch. Und natürlich ist das Touch-Display in Farbe. So. Das hier ist dann der Knopf, damit kann man Hilfe rufen und hier haben wir die Sprachausgabe und jetzt schauen wir mal, wo denn das Ladekabel ist. Das ist ja auch wichtig, dass wir das haben. So, das befindet sich hier und wir sehen, das ist ein ganz normales Ladekabel, wie es auch bei vielen Mobiltelefonen dabei ist. Das heißt, wenn das mal wegkommen sollte, wir kennen das ja alle, wie schnell ist das Kabel weg, dann kann man die Uhr auch mittels jedem
des Telefonkabels laden, vorausgesetzt natürlich, ihr habt so ein Telefon mit einem USB-Anschluss, also mit einem Ladeanschluss. So, der geht theoretisch einfach hier rein, genau. Und das Gegenstück, das ist auch ein USB-Stecker, den kann man quasi überall laden. Entweder in einem Steckdosenadapter, wie sie bei den Handys dabei sind, oder aber in einer Powerbank oder am Fernseher im Prinzip oder am Rechner, am Laptop. Ihr könnt das quasi überall laden, wo ihr einen USB-Anschluss mit Strom habt. So, und hier ist nochmal das Display. Das ist jetzt vielleicht etwas dunkel, aber das kann man sicherlich einstellen. Kann ich jetzt so aber nicht sagen, weil das hier ist ja auch kein Produkttest, sondern nur ein kurzes Übersichtsvideo. So, wir haben hier die Telefonfunktion, dann hier die Chats, dann hier die Fotos, die Kamera. Das ist alles sehr, sehr einfach gehalten, so dass auch kleine Kinder das problemlos bedienen können. Es ist also wirklich der ideale Begleiter für Kinder. So, und wir haben natürlich auch den Benutzernamen und das Passwort. Das kann man natürlich selber einstellen. Ja, also hier ist nichts vorgegeben, und wenn es dann vergessen wird, dass man da nicht weiterkommt, das ist hier nicht der Fall. Das kann man alles selber einstellen. Aber auch das erfahren Sie alles auf der Homepage. So, dann haben wir hier noch diesen Kameraden, den benötigt man, um die Karte hier rein zu tun. So, und das wäre dann hier. Hier kommt die SIM-Karte rein, ganz einfach mit diesem Adapter, sage ich fast, mit diesem Werkzeug kann man das hier öffnen. Dann kommt hier einfach die SIM-Karte rein. Die gibt's, wie gesagt, bei smartwatch.de direkt im Paket dazu, wenn man das haben möchte, und dann zack, rein und fertig. So, und da kommt man jetzt auch nicht so ohne weiteres dran. Also gut, Kinder mit ihren kleinen Fingern kriegen es vielleicht auf, aber naja, man braucht wahrscheinlich doch dieses Werkzeug. Sollte das Werkzeug verloren gehen, findet sich zu Hause bei den Erwachsenen gewiss auch etwas, womit man das dann im Notfall rausbekommt. Dann haben wir hier noch einen Quick Start Guide mit dabei in verschiedenen Sprachen. Und hier haben wir dann noch die, was ist das, die Garantiekarte, nehme ich mal an. Ja, dear Client, genau. Dear Parents, liebe Kundin, lieber Kunde. Nein, es ist eine Begrüßungskarte. Auch schön. Ja, das ist sie also, die Xplorer X Go 3. Und ja, wie gesagt, auf smartwatch.de erfahren Sie alles, was Sie zu dieser Kinder-Smartwatch noch wissen müssen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen, und Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder rein, hier auf smartwatch.de.